Alles beginnt mit einem Auftrag von Volkswagen. Dr. Wilhelm und Dr. Georg Schäffler steigen bei Luck, dem Lamellen- und Kupplungsbauhäusermann, ein und stellen dadurch das erforderliche Know-how für den Auftrag sicher. Die heutige Luck ist geboren. Nach einer rekordverdächtigen Bauzeit von 6 Monaten steht 1965 das Kupplungswerk am Standort Bühl. Unternehmerische Entschlossenheit, Innovationskraft und der große Einsatz der Mitarbeiter machen die Schäffler-Marke Luck zu einem der führenden Automobilzulieferer für den Antriebsstrang. Die Weichen dafür stellt die Tellerfederkupplung. In den 70er Jahren verdrängte die Tellerfederkupplung die Schraubenfedern kontinuierlich aus dem Pkw-Bereich. Die Anpresskraft zur Übertragung des Motordrehmomentes übernimmt seitdem eine geschlitzte Tellerfeder. Für den Fahrer macht sich die Tellerfeder deutlich bemerkbar, da er durch die niedrigere Ausrückkraft nur geringe Pedalkräfte aufbringen muss. Freiheit. Einfach ins Auto setzen und hinfahren, wohin man möchte. Ja, für meinen Mann war das kein Problem. Doch mir fehlte einfach die Kraft, um die Kupplung richtig durchzudrücken. Ich saß trotz Führerschein dauernd auf dem Beifahrersitz. Doch dann kam der VW Käfer mit eingebauter Tellerfederkupplung. Mein Leben änderte sich schlagartig. Ich war plötzlich unabhängig. Es schien, als stünde mir die ganze Welt offen. Ein unbeschreibliches Gefühl. Das Zwei-Massen-Schwungrad revolutioniert den Bau von Dämpferelementen. Die aufkommenden Turbodieselmotoren überfordern die Torsionsfedern in den Kupplungsscheiben. Im Antriebsstrang treten unerwünschte Vibrationen auf. Luck erkennt dieses Problem frühzeitig. Ein paar Visionäre damals haben erkannt, die vorhandenen Konzepte, die es damals gab, die sind am Ende und da gibt es keine physikalische Möglichkeit, darüber hinauszugehen. Und haben deswegen gesagt, wir müssen jetzt ganz neue Wege gehen. Und da ist nach einigem Hin und Her und auch einigen Fehlversuchen und Irrwegen, ist dann das Zwei-Massen-Schwungrad entstanden. Am Anfang, da habe nicht mal ich selbst so richtig hundertprozentig dran geglaubt. Der Erfolg, der war in keinster Weise wirklich garantiert. Eine Firma muss auch bereit sein, für Projekte Geld auszugeben, bei denen der Erfolg nicht unmittelbar schon auf der Hand liegt. Die großen Dinge, die heute unsere Welt bewegen, sind alles Dinge gewesen, die zu Beginn eigentlich belächelt wurden. Es erfüllt einen ein bisschen mit Stolz, wenn man erkennt, dass viele Fahrzeuge heutzutage eigentlich solche Dämpfersysteme haben, wo man einfach mal selber mitwirken durfte und hat geholfen, dass es eben Lösungen gibt, die Fahrzeughersteller und auch den Endkunden zufriedenstellen. Vom Verschleißteil zur Dauerlösung und optimale Pedalkräfte trotz hoher Motormomente. Dieses Meisterwerk ist mit der selbst nachstellenden Kupplung, kurz SAC, gelungen. Nutzt sich der Reibbelag einer Kupplung mit Tellerfedern ab, stellt sich die SAC selbst nach. Das Pedalgefühl für den Fahrer bleibt immer gleich. Eine bahnbrechende Erfindung. Mit dem stufenlosen Getriebe, kurz CVT, zu einer neuen Dimension der Kraftübertragung. Diese Technologie feiert 1999 unter der Bezeichnung Multitronic im neuen Audi A6 Premiere. Die trockene Doppelkupplung ist eine innovative Entwicklung mit großem Kundennutzen. Mit optimalem Wirkungsgrad und ohne spürbare Zugkraftunterbrechung übertragen zwei hintereinander automatisch betätigte Kupplungen das Motordrehmoment ins Getriebe. Den Luck-Ingenieuren ist damit ein Quantensprung gelungen. Der integrierte Drehmomentwandler ITC ist eine der neuesten Innovationen der Schäffler-Marke Luck. Das komplett überarbeitete Wandlersystem spart Gewicht und schafft Platz für noch effizientere Torsionsdämpfer. Ein entscheidender Faktor für den Markterfolg der Drehmomentwandler. Die Elektromobilität ist ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft. Umweltfreundlich und ressourceneinsparend, ohne Verlust von Komfort. Schäffler setzt auf die Mobilität von morgen. Oft sagen Leute zu mir, Rennfahren ohne Motoren lernen, das gibt's doch gar nicht. Doch ich sage ihnen, das gibt es doch. Ich habe mich ganz bewusst für die Formel E entschieden. Mein Formel E-Auto beschleunigt fast so schnell wie ein Formel 1 und kommt ganz ohne Benzin aus. Dank Schäffler sind wir schon heute Pioniere auf dem Gebiet der Elektromobilität. Und dieses Wissen kommt später der Serienfertigung zugute. Das ist die Mobilität von morgen. Die Zukunft. Und ich bin schon jetzt ein Teil davon.
Die Lux Story. 50 Jahre Qualität, Technologie, Innovation. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Lux INA FAG.